Im letzten Part haben wir hier im Forstland das blumenstehlende UFO besiegt. Und ich glaube, langsam aber sicher wird Mechaniker Mario langweilig. Deswegen wollen wir doch mal gucken, was ich mir mit den örtlichen Münzen so für Kleidung kaufen kann. Wir haben einmal einen Abenteuerhut und einmal ein Laborvisier. Interessant. Dann werde ich, glaube ich, als erstes mal mir das Abenteuerzeug kaufen. Denn wir wollen uns heute hier auf die Komplettierung in dieser Welt stürzen. Und ich glaube zu wissen, wo es heute hingeht. Denn wir haben ja schon in der Broschüre gelesen, dass es noch einen geheimen Wald zu finden gibt, bei dem das Abenteuer-Outfit ein Muss ist. Na dann, lasst uns mal nachgucken, ob wir diesen geheimen Wald heute hier im Forstgebiet finden werden. Zuerst möchte ich mir aber hier in diese Richtung noch einmal... Sekunde... Hier drüben nämlich einen weiteren Samen von diesem Kerl hier holen, weil ich glaube, etwas gesehen zu haben, wo wir noch einen Samen einpflanzen können, und das würde ich dann doch gerne machen, auch wenn ich keine Ahnung habe, ob das für die 100% nötig ist oder nicht. Uns fehlen ja auch noch eine ganze Menge an Münzen in dieser Welt, also irgendwo muss ich ein sehr großes Gebiet übersehen haben, nehme ich an, und zwar hier. Glaube ich, dass ich noch einen Samen einpflanzen kann. Und tatsächlich, da wächst eine Bohnenranke, die mir aber tatsächlich nichts bringt. Damit wäre ich hier hochgekommen, aber hier bin ich ja bereits, wie ihr wisst, mit einem Sprung hochgekommen. Also, ja, ein bisschen unnötig. Nun denn, lasst uns die Stellen aufsuchen, zu denen uns der Tod Sachen markiert hat, und das wäre einmal hier beim geheimen Blumenfeldeingang. Denn bei den Bossorten tut sich ja immer was, und so auch dieses Mal. Da drüben hat sich eine Röhre aufgetan. Jetzt möchte ich aber hier erstmal die Blumenfelder aktivieren, weil vielleicht bringt das ja auch etwas. Ich kann es mir sogar relativ gut vorstellen. Ja, denn hier muss man schnell sein. Okay, dann drehen, werfen... Wegen, drehen, werfen. Ah, oh, kacke, jetzt habe ich eine Blume. Komm, eine. Nein! Oh, knapp, aber das gibt bestimmt einen Mond. Das könnt ihr mir... Ja, könnt ihr mir glauben, Leute. Das gibt hundertprozentig einen Mond. Oder? Wir haben das Blumenfeld aufgedeckt und tatsächlich... Ein Mond. Wenn das schon so schwierig ist, dann gibt das auf jeden Fall einen Mond. Und tatsächlich, lol, ich habe gerade einen Drehsprung ausgeführt. Ich dachte, das ist nur am Boden. Lass das geheime Blumenfeld erblühen. Alles klar. Und was ist hier? Nebenbei erwähnt, wenn er mit einer Stampfattacke in die Röhre springt, dann, ihr habt es, glaube ich, gerade gesehen, dann macht Mario, dann geht das viel schneller. Was sehr cool ist. Das ist ein cooles Detail. Müsste mal ausprobieren. Eine Stampfattacke in die Röhre. Ich habe es deswegen jetzt gerade extra so gemacht. Dann gibt es nämlich eine andere Animation als sonst. Okay. Irgendwo hier oben kann ich mir auch gut vorstellen, dass dann ein Mond sein soll. Denn hier wird auf jeden Fall was eingezeichnet. Ich warte mich mal hier hin. Weil es muss ja so gesehen dort sein. Mal sehen, mal sehen. Okay. Ach, hier hat sich eine Vogelscheuche aufgetan, oder was? Tatsächlich, so einfach geht das. Ja, wir haben ja auch noch einige Vogelscheuchen, soweit ich weiß, vor uns. Ah, okay, das ist auf jeden Fall ein bisschen schwieriger, hier nach oben zu kommen, aber wir haben es geschafft. Das TikTok-Turnier 1 wäre abgeschlossen. Okay, wo machen wir weiter? Ich würde sagen, ich warte mich mal ganz kurz hier zur nächsten Boss-Stage. Da gibt es heute einiges hin und her wapen. Kommen wir schließlich von hier oben. Gibt es hier Großartiges? Da sehe ich jetzt aber auf den ersten Blick nichts. Ach, sieh an, da drüben ist ein Kollege. Was machst du denn hier? Und vor allen Dingen, für was sollst du gut sein? Ist hier etwa ein Mond ganz weit oben? Nicht wirklich. Oder? Bin ich einfach blind? Nein.
Kollege, für was bist du gut? Du musst mir ja irgendetwas bringen. Du bist ja nicht umsonst hier. Sag mal her, wo ist denn der Mond eingezeichnet? Der ist da drüben, glaube ich, eingezeichnet. Lass mich mal ganz kurz hier rüber gucken. Da hätten wir sogar noch 4 lila Münzen. Ja, nice, die grab ich mir. Da haben wir eine Schleuder. Guck mal hier rüber. Dieses Gebiet verwirrt mich. Das war knapp. Ich dachte schon, das geht daneben. Da sehe ich auch noch 4 lila Münzen. Okay. Warum zum Teufel ist hier eine Schleuder? Ja, gibt sowas von keinen Sinn. Oder? Na, lass mich da mal hingehen. Ja, wir haben das hier ja schon gemacht. Das ist nur eine Abkürzung. Ganz weit zurück, okay. Na, wenn ich schon mal hier bin, dann lass mich die lila Münzen, die ich gesehen habe, snacken. Ist ja noch ein Stück weiter oben. Ach, musste der jetzt nach oben gehen? Sonst hätte das einwandfrei funktioniert. Kackblock, ey. Spielt mir hier dagegen. Okay, noch weiter hoch. Gar nicht mal so einfach. Ich hätte mich da drüben hinwarten können. Wäre auch klüger gewesen. Ja, ich sehe es gerade. Na gut, na gut. Nachhinein ist man immer klüger. Wir haben es halt jetzt so gelöst. Passt ja auch. So. 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 Und dann irgendwo hier runter. Kurz den Checkpoint berühren, bevor ich runterfall. Nicht, dass ich hier nochmal hinrennen muss. Dass ich die aber nicht gesehen habe, wundert mich gerade. Was machst du hier, Kollege? Geht's denn hier noch lang? Ach, da ist noch eine Nuss. Hören Sie an. Noch ein Gratis-Mond für mich. Yay! Die Nuss in der Sackgasse. Ja, ein wunderschöner Name. Alles klar. Die sind alle hier in Nussen gefangen. Finde ich aber witzig. Finde ich ein witziges Detail. Ich frage mich halt nur gerade, die Outfits, die man sich in dieser Welt von den Münzen kaufen kann, die sind eigentlich immer dazu da, um Bonusgebiete zu erreichen. Was so viel bedeutet wie, mit dem Abenteuergewand müsste ich jetzt eigentlich irgendwo hingehen können, wo ich davor noch nicht hin konnte. Ich weiß aber beim besten Willen nicht, wer das überprüft und wo das sein soll. Hier drüben muss noch irgendwas sein. Dann haben wir hier noch was, wo ich auch keine Ahnung habe. Und dann haben wir da noch was. Probieren wir hier mal. Weil da oben bei der Boss-Stage habe ich keine Ahnung. Vielleicht mit Stampfattacken total random. Na, das will ich gerade nicht probieren. So, was ist hier los? Ihr habt hier eine Blume. Blumenblüte. Ach, ist das hier mit der Rakete? Nein. Sondern... Ach, okay, eine Vogelscheuche. Die habe ich nicht gesehen. Tut mir leid, tut mir leid. Eine Vogelscheuche. Alles klar. Das ist aber auch nicht wirklich schwierig auf den ersten Blick. Das dürfte sehr wohl klappen. Gib her! Yay! Tic-Tac-Turnier 2. Mit einem perfekten Sprung. Ah, schade. Hätte ich sogar vielleicht da ganz nach oben kommen können und einen perfekten Überblick haben können. Naja, das einzige Wort, was da stört, ist das Können. Ich muss irgendwas hier beim Boss finden. Lasst mich da nochmal suchen. Ich kann mir vorstellen, hier drinnen, im Inneren des Baumes. Ja, ja, das kann sein. Ah, den Mond da oben, den haben wir. Ja. Das bedeutet, der ist es nicht. Irgendein anderer.
Ich, Shigeru Miyamoto, wäre, wo würde ich Monde verstecken? Ich glaube nicht, dass Shigeru Miyamoto hier die Monde versteckt hat, aber... Ah, okay. So einfach wieder. Ich dachte schon, es ist ein bisschen auffällig, die Einbuchtung. Aber von weiter oben sah es halt wirklich so aus, als wäre hier nichts. Deswegen habe ich die auch nicht weiter untersucht. Ah, blöd. Habt ihr mir bestimmt in die Kommentare geschrieben. Die im Turm gepflanzte Nuss. Ja. Alles klar. Dann hätten wir das alles. Hier absolut keine Ahnung. Wie ich da rüberkommen soll. Das ist ja richtig abgegrenzt von der kompletten Welt. Renne ich gerade richtig? Wenn ja, dann muss das da drüben sein. Ist es auch. Warum kann ich nicht in die Ego-Perspektive? Ich würde da echt gern rüber gucken. Ich sehe eine Röhre. Also es hat definitiv nichts mit einem Bild zu tun. Aber wo ist diese Röhre? Hier ist ja auch nur eine Tür. Das ist Captain Toad? Das könnte Captain Toad sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wie ich da rüberkommen soll. Hier ist ja auch nirgends mehr eine Röhre, oder? Ach, da oben, guck an, da ist ein Flugsaurier. Ah, wie komme ich denn zur Hölle da hoch wieder? Oh, ich war aber wirklich ungründlich in dieser Welt. Das muss ich mir dann doch mal vorenthalten. Ich war wirklich ungründlich. Kann sein, dass es irgendwas mit dem Kollegen hier zu tun hat. Mal her, Kollege. Ich kann mir gut vorstellen, dass es was mit dir zu tun hat. Deswegen... Lass mich mal ganz kurz... Oder hier, der P-Switch? Tatsächlich, der P-Switch! Damit komme ich hier nach oben. Aber der war vorher noch nicht da, ne? Beim ersten Mal. Der ist erst jetzt hier neu aufgetaucht. Dem bin ich mir hundertprozentig sicher. Sehr schön, ein Checkpoint. Für die Not. Und ist hier vielleicht auch eine Nuss gepflanzt? Man weiß ja nie, aber nein, hier muss ich eine Ranke. Was? Ach du Kacke. Okay, warte kurz. Dann will ich mir zuerst die hier snacken mit meiner Mütze. Geht einfacher. Und dann fliegen wir gemeinsam da kurz rüber zu Captain Toad. Kann mir aber auch gut vorstellen, dass ich mit dir noch woanders hinfliegen kann. Das ist auf jeden Fall ein Mond, wenn nicht sogar zwei. Moin! Ich habe keinen Schimmer, wie ich hier gelandet bin, aber ich finde es super. Der Ausblick ist toll und die Luft so frisch. Ach ja, ich habe einen Mond gefunden. Kannst du was damit anfangen? Ich dachte, du wärst auf der Suche nach Monden. Hey ho, Captain Toad! Alles im Load auf dem Boot? Na dann... Und die bringt mich wieder einfach nur zurück. Aber was sehen meine Augen denn da unten? Da will ich auch mal kurz hinfliegen. Da habe ich gerade eine Jump'n'Run-Stage gesehen, die ich definitiv zuvor noch nicht erreicht habe. Noch keine Ahnung habe, wie ich da hinkommen soll. Aber wenn ich mir ein bisschen Arbeit sparen kann, dann sage ich dazu nicht nein. Okay, die ist schwierig. Okay, die ist schwierig. Ach du Kacke. Lass mich hier hoch. Lass mich hier hoch. Komme ich von der Röhre nur wieder zurück? Wenn ja, dann muss es ja hier irgendwo einen Mond geben. Okay, das war definitiv falsch. Hilfe. Wo komme ich denn... Oder von wo komme ich denn dahin? Das ist, glaube ich, die interessantere Frage. Lass mich mal ganz kurz mich umgucken. Gleite mal ganz kurz hier rüber. Das muss ja von hier drüben sein. Ah, Kacke. Bitte nicht runter. Natürlich fällst du runter. Oder auch nicht. Oder auch doch. Super Hechtsprung Ultra. Versuch gar nicht erst zu skillen. Das klappt nicht. Du hast es noch nie so ganz drauf hier. Aber hey. Ich spawn ja immer wieder hier.
Ist nur ein bisschen umständlich, vor allem fürs Zugucken. Wenn ich hier immer wieder runterfliege. Was machst du? Du bist wirklich ein dummes Stück Scheiße, ne? Will er seine Flügel nicht mehr ausbreiten, weil er gegen eine Wand fliegt? Als ob Vögel, wenn sie gegen eine Wand fliegen, auch danach nicht mehr ihre Flügel öffnen wollen. Ja. Du bist schon so ein besonderes Stückchen. Okay. Bei der Nuss war ich. Hier war ich definitiv nicht. Aber hier ist auch nichts. Was so ein bisschen verdächtig ist. Warum ist hier nichts? Nein. Oh Gott, please. Jetzt fliege ich gleich zur Röhre. Jetzt fliege ich gleich zur Röhre. Das wird mir... Nee, wobei... Ach komm, ignoriere die Scheißröhre doch, Ultra. Da ist sowieso nix. Sind wir ehrlich, da ist sowieso nix. Aber ich habe immer noch nicht das Gebiet gefunden, was ich jetzt die ganze Zeit suche. Wo ich nur mit dem Abenteuer-Outfit hinkomme. Es muss ja irgendwo hier sein eigentlich. Moin! Kennst du dich schon mit Amiibos aus? Die könnten... Ja, ja, ich weiß, wie Amiibos funktionieren. Habt ihr nicht irgendwelche hilfreichen Tipps für mich? Wollen wir das mit dem Samen probieren? Ich glaube, ich probiere jetzt das mit dem Samen. Ja. Ich schnapp mir jetzt einen Samen und versuche den da irgendwie hochzubringen zu dem Kollegen. Ich denke ja so oder so, dass es nicht allzu schwierig ist. Es sieht ein bisschen schwierig aus, aber alles in allem, es sind halt einfach ein paar Jump'n'Run-Passagen. Und dann muss ich gucken, wie ich hier weiter vorgehe. Weil ich habe jetzt wirklich keine Ahnung mehr. Also ich werde mir wahrscheinlich einfach wieder Tipps kaufen müssen. Da bleibt mir nichts anderes übrig. So, dann gib mir du mal einen Samen. Ich habe keine Samen für dich. Ich bin untröstlich. Ist das dein Ernst? Wo soll ich denn dann einen Samen herbekommen? Für den Kollegen. Haben die da oben jetzt etwa Samen plötzlich? Wo muss ich denn da hin? Hier? Jetzt habe ich mich verlaufen. Ich hoffe auch, dass das gerade nicht allzu langweilig beim Zugucken ist, aber ich finde es halt dann doch ein bisschen interessant, wenn ich nicht alles rausschneide. Das Erkunden gehört ja mehr oder weniger zu so einem Spiel dazu, deswegen, da bleibt uns gar nichts anderes übrig. Ich wollte die Pfade hier miteinander verbinden. Schön ist was anderes. Okay. Und da drüben ist jemand... Oh lol, hier ist so ein Gegner. Ja, das ist massig Geld. Und der kann sogar... Ich kann mit dem Geld verschießen? Was zur Hölle bringt mir der Gegner? Du bist so verdammt unnötig, Kollege. So, dann gib mir du mal den Samen. Den ich da jetzt nach oben bringen muss. Ja, wie gesagt, das ist halt wirklich nur ein bisschen Jump'n'Run. Deswegen, das klappt schon. Das klappt schon. Es war zwar auch beim ersten Mal relativ knapp hier, die Plattform-Sprünge, aber es ist sicher beim ersten Mal ausgegangen. Warum soll sich dann beim zweiten Mal nicht auch ausgehen? So, jetzt bloß nicht den Samen daneben werfen. Das dürfte, glaube ich, nämlich ein geschenkter Mond sein, oder? Alter, wo geht's hier hin? Da geht's einfach mal in den Himmel. Du. Cool. Okay. Eine kleine Bonus-Stage. Vor allem so eine kleine Bonus-Stage, die auch so ein bisschen Super Mario Bros. 3 angelehnt ist, oder? Würde ich jetzt spontan behaupten. Oh Gott, drei Münzen, drei lila Münzen, die ich haben will. Dankeschön. Yay. Sind ja noch mehr lila Münzen? Nein, aber da haben wir zum Beispiel mal einen Mond. Hier snacke ich mir das ganze Geld. Einen Mond für mich, bitte. Dankeschön.
über den Wolken. Und da hätte ich mich jetzt, glaube ich, auch gerade gewundert, wie ich den denn erreichen soll, hätte ich nicht schon rausgefunden, dass jeder Gegner mit Schütteln eine eigene Fähigkeit hat. Wolkenspaziergang. Na, immerhin war der Part nicht ganz umsonst. Und wir haben auch wieder einiges an Geld, das ich jetzt in den Toad stecken kann. In der Not, dass er mir jetzt irgendwie Hinweise gibt, wo ich denn als nächstes hin soll. Denn ich bin mittlerweile wirklich ratlos. Okay, das wird auf jeden Fall schmerzhaft für Mario. Der Sprung. Na dann. Vor allen Dingen, warum sind hier diese seltsamen Pflanzen? Die bringen hier ja gar nichts. Und warum ist hier dieser Klotz? Sich hier mit einem Panzer hin? Und wenn ja, wo finde ich einen Panzer? Ist das eine Röhre da oben? Das war gut. Sekunde, ein bisschen will ich mich noch selbst umgucken. Nee, hier ist nichts. Okay. Hab mich verguckt. Entschuldigung, kann jedem passieren. Na dann, Toadie. Was hast du für Tipps für mich? Wir hätten einmal direkt hier in der näheren Umgebung was. Das ist sogar der Klotz hier. Das ist sogar der Klotz hier. Okay. Das bedeutet, ich muss jetzt hier irgendwo einen Panzer auftreiben, mit dem ich das zerstören kann. Na prima. Mach's halt noch umständlicher. Hier ist nämlich kein Panzer mehr. Die waren ja hier. Aber jetzt sind die halt nicht mehr hier. Wo treibe ich denn jetzt einen Panzer auf? Ist hier oben vielleicht einer? Komm schon, da oben ist einer. Ich weiß es, ich rieche ihn. Na, leider auch nicht. Hä, wie soll ich denn das Ding da unten zerstören? Lol, das sind einfach lila Münzen, die ich nicht gesehen habe. Okay. Interessant. Ja. Ich habe wirklich das Gefühl, ich war hier ungründlich. Sehr ungründlich. Ach. Oder kann ich da, wenn ich da dagegen renne, das Ding vielleicht zerstören? Nee. Oh, ich weiß doch auch nicht, was es damit auf sich hat. Oder wo ich jetzt einen Panzer herkriegen soll. Dann muss ich ja von irgendwo ganz oben runterspringen. Na, dann machen wir das. Hier bleibt ja nichts anderes übrig. Komm her, Kollege. Wir müssen nach unten. Ich hoffe, du gehst dabei nicht kaputt. Aber ich wüsste sonst nicht, wie ich... Ja, okay. Ich hätte sonst wirklich nicht gewusst, wie ich das jetzt hier erreichen soll. Ist auch ganz schön langsam. Na, dann haben wir immerhin diesen Mond noch. Ah, der ist auch umständlich as hell. Okay, ich dachte schon, jetzt ist da nicht mal ein Mond drin, aber... Warum soll denn dann da ein Fels im Wald sein? So, gib mir noch einen Tipp. Wo soll ich noch suchen? Wir machen den Part mal ein bisschen länger wieder. Hier drüben. Okay. Weiter. Gib mal wieder noch ein bisschen aus. Hier? Wie? Wie? Das ist ja komplett am Ende der Map. Und... Okay. Wie zum Teufel soll ich da hinkommen? Das ist ja irgendwo hier in der Ferne. Nee, irgendwo anders in der Ferne. Das wird wahrscheinlich der verschollene Wald sein, aber... Wie zum Teufel kommt man da hin? Einfach runterspringen?
Vielleicht mit dem Flugosaurus. Das könnte was sein, ja. Lass uns erstmal rausfinden, was es mit diesem X auf sich hat. Und im nächsten Part begeben wir uns dann in dieses unheimliche Waldgebiet. Sofern es das ist. Es ist auf jeden Fall nicht auf der Karte eingezeichnet und demnach sehr verdächtig. So. Ist das hier? Bei dem Wasser? Oder wo soll dieser Mond sein? Oder ist der irgendwo hier oben? Und der könnte auch irgendwo da oben sein, aber ich wüsste nicht wo. Also es bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als nochmal ein bisschen zu suchen. Komm her, Kollege. Oder vielleicht hast du sogar was damit zu tun. Wer weiß, wer weiß. Hier im Eck vielleicht. Sieht nicht so aus, okay. Lass mich mal die Kamera drehen. Nee, nee. Spontan sehe ich, ach, da oben, das hier wird es wohl sein, oder? Diese Nuss da oben. Frage, wie komme ich da hin? Eine sehr wichtige Frage, ich glaube mit dir, oder? Und hier unten? Klappt das? Nee. Da muss ich irgendwie anders hoch. Ach komm, warp dich zum Flugosaurus und flieg einfach dahin. Wenn da schon ein Flugosaurus ist, Ultra, dann mach's dir nicht kompliziert. Beziehungsweise, warp dich da hoch und jump von oben einfach runter. Das funktioniert auch immer. So, wo war denn das jetzt? Hier unten? Anscheinend, hier haben wir auch einen Feuerbruder wieder. Warum auch immer die hier immer so verstreut rumliegen. Das ist ein bisschen auffällig. Okay, ich glaube, ich hätte den hier benutzen müssen, um hier über die Wände vielleicht zu kommen, aber das schafft man ja auch so. Ich bin verwirrt. Rauf auf die Klippen zur Nuss, würde ich sagen. Und beim nächsten Mal geht's dann, wie bereits gesagt, in diesen geheimen Wald. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn euch dieser Part gefallen hat, würde ich mich mega über einen Daumen hoch freuen. Das würde mir sehr helfen. Und wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, bis dahin, tschüss, euer Ultra.